Wild Wings TV Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Aromadeck. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Schwenninger Wild Wings gegen die Eisbären Berlin vor 3239 Zuschauern mit dem Endergebnis 5:4 für Schwenningen. Ich begrüße die beiden Cheftrainer zu meiner Rechten, Serge Aubin von den Eisbären Berlin, und zu meiner Linken unseren Head Coach Paul Thompson. Wie immer gehört das erste Wort unserem Gästetrainer, Serge Aubin. Your statement, please. Well, first I'd like to congratulate Schwenningen and Paul on the win. Right now it's no secret. We're struggling at keeping the puck out of our net. I think being down 1-0 early there in the first, it was fine. Like we stayed composed, and then we got up to a 3-1 lead, and then made the unacceptable mistakes like turnovers, just bad decision. Our puck management wasn't good, even though we had a bad little stretch there. We were able to get a late goal going into this into the third, so being up by a goal, and then plenty of opportunities on our power play. Our power play needs to get better. Did not get the job done whatsoever, and there's no secret right now. We need better goaltending and we need better special teams. So until we get that, this game is pretty tough. But some credit goes to Schwenningen. They played a good game, and us, we didn't play up to par. Ich darf kurz zusammenfassen. Erstmal gratuliert er Paul Thompson zum Sieg. Er spricht das erste schnelle Gegentor an, haben es dann aber geschafft, 3-1 in Führung zu gehen. Haben dann aber schlechte Entscheidungen getroffen, Puckverluste, einfach nicht gut gespielt. Haben dann den späten Gegentreffer zum 5-4 bekommen, und er spricht vor allen Dingen das Powerplay an, in dem sie eigentlich hätten genügend Möglichkeiten gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber das muss definitiv besser werden, sagt er. Das Powerplay funktioniert nicht. Des Weiteren hat er noch die Torhüterleistung angesprochen, die ebenfalls besser werden muss, wie insgesamt die Special Teams. Und ja, so kann man das zusammenfassen. Paul Thompson, your statement. Guten Abend, Ale. Thank you, Serge, for your words. We needed a win, and we don't care how we got one. But I thought the first period was a pretty tight affair, and Berlin took over in the second period. We started swinging in the neutral zone and stick checking, and their transition started again on top of us. And at 3-1, you see the confidence seeping out of the team on the bench, and we have to, as coaches, because of the position we're in, we have to back our players, and we have to get our players out of this situation that the world is going to end. We've made a couple of mistakes. Berlin capitalized because they're a quality team, and then we fought our way back in it. I mean, you know, one face-off play, and we got a bounce. We got a bounce for the first time. I mean, I've been coaching many, many years, and I don't think I've ever coached a team that has had so much go against them. And we got a bounce for the third goal, and then Mr. Simon on the fourth goal brought everyone back down again. So we had to come back into the room and rally the troops and say it was a one-goal hockey game. And, you know, we got the fourth goal and then the PK. I mean, the guys, Fraser, Sonnenberg, Dustin Strahlmeier, you know, Hadrachak and Pfaffengut and Weiss with a big block there and Cornelli. I mean, the D, pretty much we left them out there. And they blocked a lot of shots. They got in lanes and they energized the bench, and they energized, you know, the lines that, you know, the first two lines that weren't playing. And we've lost a lot of close games this year where it's gone the other way, and we found a way to win. And you know, a great play by Pukkala to Borki, and we get the game-winning goal. And proud of the group today. I'm proud of the group today. We played a good game on Friday and got nothing. We probably played better on Friday and got nothing. But hopefully, we can move forward now. Ich darf kurz zusammenfassen. Erstmal bedankt er sich bei Serge Aubin für die Worte, die er gewählt hat. Und dann hat er gesagt, wir brauchten den Sieg.
Das erste Drittel war ein umkämpftes Drittel, ein enges Drittel. Im zweiten Drittel war Berlin besser, ist besser rausgekommen, hat vor allen Dingen mit dem Umschaltspiel uns Probleme gemacht. Er musste gerade dann nach dem zweiten Drittel das Team stützen, die Spieler stützen, weil sie auch Fehler gemacht haben, aus denen Berlin einfach Kapital geschlagen hat. Wir hatten dann den glücklichen Puck oder den glücklichen Abpraller, der zum 3-3 führte, kriegen dann gleich wieder das vierte Gegentor, wo man dann in der Kabine nochmal die Spieler aufbauen musste. Und dann schaffen wir das 4-4. Und er ist besonders stolz auf das Penalty-Killing. Daniel Pfaffengut, Alexander Weiß, Max Hadraschek, Dustin Strahlmeier und Mark Fraser und Julian Cornelli, die eine super Sache gemacht haben über eine lange Zeit im letzten Drittel. Und er spricht nochmal an, dass wir viele knappe Spiele hatten, die wir letzte Zeit oder im Laufe der Saison verloren haben. Das war das Erste, was wir gewinnen konnten. Und er sprach dann nochmal das letzte Tor an, ein feiner Spielzug von Markus Pukula auf Troy Berg, der dann das Game-Winning-Goal geschossen hat. Und er ist extrem stolz auf die Mannschaft heute. Und am Donnerstag hatten wir eigentlich auch schon ein gutes Spiel gemacht und haben nichts mitgenommen. Und heute haben wir uns den Sieg verdient. Dann gibt es Fragen aus der Presse. Ja, Heinz Wittmann, Neckarquelle. Paul, you said on Thursday, after losing in Bremerhaven, we have to find a way to win these matches. Now you say we played better in Bremerhaven than now, but we've won now. It's not explain. We had more scoring chances and better quality scoring chances in Bremerhaven, and we didn't take them. And and as a coach, that's what you try and set yourself up to do. You try and make your team get in positions to score goals, and we didn't do that. So I thought the game in Bremerhaven was better than tonight, but we found a way to win tonight, and confidence is a big reason for that. So hopefully, you know, hopefully we've been saying it all season. You know, we have one good weekend and then we switch off, and we have to take the next step. We have to. As you said, there were a lot of closed matches, so it's really luck or unluck, or how can you? Yeah, I mean, some things have gone against us, but you know, you make your own luck, Heinz. And there's times when we've given the game away, when we've had a chance, and we didn't do that tonight. I mean, it was a tight game tonight, but it went our way, and confidence plays a big part in that, and hopefully we can. We've said it. Oh, yeah, we've got to go and prove it now. We've got to go into Mannheim. All the pressure's on Mannheim next week. It's not on us. We've just got to go and play our game and hopefully come out with the result. But you can say now the luck is coming back. What is missing on? Well, I think we got a break for the third goal that tied the game, obviously. We got a break on that. But you have to make your own luck as well. We've had stuff go against us, calls go against us, as all teams do. But when you're down the bottom, where we are and you're scrapping for everything, sometimes you don't get the rub of the green, and I don't think we've had that, but we've got to now make sure that happens going forward. Okay, ich darf kurz zusammenfassen. Frage ging in Richtung vom Bremerhaven-Spiel am Donnerstag, dass wir da besser gespielt haben, aber kein Ergebnis gefunden haben und heute den Weg gefunden haben, das Spiel zu gewinnen. Paul sagte dazu, dass wir die qualitativ besseren Chancen in Bremerhaven hatten, die wir heute nicht ganz so hatten. Aber wir haben heute die Tore gemacht. Und hängt auch viel mit Selbstvertrauen oder mit Vertrauen zusammen. Und wir müssen den nächsten Schritt machen. Ja, das hat er auch angesprochen, dass wir spielen immer mal ein gutes Wochenende und dann das nächste Wochenende wieder nicht so gut. Und es gilt halt jetzt mit diesem Vertrauen, vielleicht was wir jetzt erarbeitet haben, den nächsten Schritt zu machen. Man muss auch irgendwo das Glück erzwingen, und das haben wir heute gemacht. Jetzt kommt das nächste Spiel in Mannheim. Da liegt der Druck ganz klar bei den Mannheimern. Die müssen das Spiel gewinnen. Und auf die Frage vom Heinz Wittmann, ob jetzt das Glück zurück ist. Ja, dann sicherlich das dritte Tor, was wir heute gemacht haben, das war ein glückliches. Aber wir haben es auch irgendwo erzwungen. Und deswegen war es auch verdient. Weitere Fragen? Ja. Werner Feist von Südkurier. Paul. A lot of mistakes in the defense, but three goals of the defenders. Isn't it curious? Thank God. You know,
It's great. You know, we gave the players 3 points today, and we spoke to some of the defensemen to say, you know, right now, some of our forwards are struggling offensively, and we need you to chip in. But yes, there was mistakes in the D zone. There's been mistakes in the D zone, and there's been individual errors all year, and that's the things we've got to clear up. We have to clear that up. Ich darf kurz zusammenfassen. Es wurden die Fehler in der Defensive angesprochen oder gefragt, aber auch die offensive Leistung der Defensive. Und ja, Paul sagt, Gott sei Dank hat die Defensive heute den offensiven Job mit übernommen. Da die haben auch so das angesprochen, dass die Stürmer im Moment etwas Probleme haben, Offensive zu kreieren. Und den Schritt haben im Grunde heute die Verteidiger mit übernommen. Und ja, wir machen viele individuelle Fehler, das machen wir schon die ganze Saison. Und das müssen wir abstellen, wenn wir weiter nach oben kommen wollen. Weitere Fragen? Nochmal Heinz Mittmann. Paul, what do you say, one sentence maybe to Colby Rolbeck and Boaz Basson? I think Basson's done really good. He's used his speed, he's young. We brought him back from Ravensburg and, you know, he's primarily a defenseman, but he's been played as a forward the last 5-6 games in Ravensburg and I thought he was great. And Colby has more points per game since he's been here than any forward on our team. So he's helping us move the puck up quicker to our forwards. He supports the rush. He's the second wave. And when he gets an opportunity, he scores goals. So he's been a great addition. Die Frage ging Richtung Boaz Basson und Colby Rolbeck. Zuerst zu Boaz Basson. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er nutzt seine Geschwindigkeit, er hat sein Skating. Er hat zuletzt in Ravensburg als Stürmer gespielt und so wurde er heute auch eingesetzt. Er hat das gut gemacht. Und zum Colby Rolbeck, ja, er hilft uns sehr. Er bringt die Scheibe schnell zu den Stürmern. Er unterstützt die in der zweiten Welle quasi den Angriff. Und wenn er die Gelegenheit hat, trifft er auch. Also eine starke Unterstützung für unser Team. Weitere Fragen? Nochmal Heinz Wittmann. You see Rolbeck stronger in the defense or in the offense? Well, in the offense right now, because he's getting on the board for us. But, you know, we want him to be an all-round number one defenseman for us. And I think that's what he's proving to be. Do you think he is all-round or more offense better? Well, offensively, he's showing that he can, you know, score goals and make points. But we want him to be that all-round number one defenseman, best in all areas. Die Nachfrage ging Richtung Colby Rolbeck, ob er ihn besser in der Defensive oder in der Offensive sieht. Aktuell zeigt er vor allen Dingen seine offensiven Qualitäten, aber Paul wünscht sich, dass er der Allrounder wird, der Nummer 1 Verteidiger für uns in Schwenningen. Und ja, das hat er nochmal betont, dass wir ihn als Allrounder brauchen und das wird auch noch kommen. Weitere Fragen? Keine? Dann darf ich die Pressekonferenz für heute schließen. Ich möchte noch kurz auf das nächste Heimspiel am Sonntag, nächsten Sonntag, 3. Advent, gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg hinweisen. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. Ich wünsche noch einen schönen Abend und unseren Gästen aus Berlin eine gute Heimreise. Vielen Dank. Danke.